Ja, Rönig, ganz ein schweres Spiel. Am Anfang ist es einfach zu schnell gegangen, oder? Déjà-vu, wieder 8 Tore. Wir sind von der ersten Minute weg nicht im Spiel gewesen. Es hat sich leider doch ausgewirkt, dass wir in Albanien sehr viel Kräfte gebraucht haben und ein sehr intensives Spiel hinter uns gebracht haben. Wir haben uns viel mehr vorgenommen und wenn man gegen Spanien im Kopf und körperlich nicht 100% ist, dann ist es ganz, ganz schwer. Und sie haben uns natürlich auch bitter bestraft mit den ersten 3 Tore, die relativ billig waren. Und dann war eigentlich die Mentalität nicht mehr die, die wir uns erwartet haben, die wir uns vorgenommen haben. Und Spanien hat das wirklich schamlos ausgenutzt. Das Ziel ist gesehen, ein besseres Ergebnis zu holen, als wir beim Hinspiel. Jetzt ist das Resultat gleich ausgefallen. Das Spiel schlechter gesehen im Fall von der Mannschaft. Im Gesamten gesehen schon, weil in Spanien sind wir über 60 Minuten sehr kompakt aufgetreten. Wir waren dort sehr frisch und haben super verteidigt eigentlich. Ich denke aber, dass Spanien das gewusst hat, dass wir sehr gut verteidigen können, wenn wir alle auf 100% sind und haben heute von der ersten Minute weg mehr Intensität gezeigt in den Aktionen und wir haben da riesen Probleme gehabt, das Tempo mitzuhalten. Es ist einfach eine eigene Welt. Spanien ist eine der besten Mannschaften in dieser Welt und wenn du da nicht auf 110% bist, körperlich und der Mentalität her, dann hat man es ganz schwer. Gibt es positive Aspekte? Ich habe die schon gesehen. Also es waren einige Gegenangriffe, wo wir vielleicht sogar mit einem Tor uns belohnen hätten können. Gegen Spanien ist uns auch nicht gelungen. Also an dem Tag wie heute ist eigentlich nichts gelungen. Und das Pech ist dazugekommen mit 2 unglücklichen Toren. Ja, Peter, vor genau einem Jahr hat man eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und nachher trotzdem 8-0 verloren. Das mal wieder ein 8-0, ein total anderes Spiel, oder? Ja, diesmal sind wir von Anfang an nicht gut im Match gekommen. Eigentlich Worst-Case-Szenario passiert, das, was an einer kleinen Mannschaft gegen so einen Weltklasse-Gegner ja auch nicht passiert, dass man nach 2 Minuten schon in Rückstand geratet. Das macht es für Spanien natürlich nachher umso einfacher. Ja, ist ein bitterer Abend für uns, in dem Sinn, dass es wieder ein unglaublich brutales Resultat ist. Klar, wir wissen, es steht eine Weltklasse-Mannschaft auf dem Platz. Trotz allem haben wir gewisse Attribute, die wir uns vorgenommen haben, heute nicht auf den Platz gebracht. Kannst du eine Erklärung haben, warum es heute nicht gelungen ist, vielleicht Leidenschaft oder die Tugenden auf den Platz zu bringen? Ja, ist im Nachhinein natürlich immer einfach zu sagen, dass man auch aggressiver sollte sein, dass man noch mehr laufen sollte, dem Gegner vielleicht auch in der einen oder anderen Situation das Spiel ein bisschen unangenehmer machen. Schlussendlich ist es das, was wir heute auf den Platz gebracht haben. Wir müssen ganz klar intern analysieren, an was das liegt, dass wir ja, vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht realisieren in dem Sinn, dass wir Fehler machen, individuelle Fehler machen, wie beim 3. Goal von mir. Und das darf uns einfach gegen so einen Gegner nicht passieren. Wir müssen es immer möglichst schwer machen, zum Goal zu schiessen. Und das ist uns heute phasenweise sicher nicht gelungen. Ich habe so das Gefühl, so mit der ersten Halbzeit ist das so wie ein bisschen Resignation auf dem Platz gewesen. Stimmt das? Ja, Resignation würde ich nicht sagen, aber halt. Man weiß, es wird unglaublich schwierig. Wenn man mit der ersten Halbzeit schon glaub, 3-0 hinten ist, dann weiß man, es geht noch verdammt lang und es ist einfach eine riesige Gefahr, da, dass man in eine Debakel hinläuft. Die Spanier die haben einfach eine unglaubliche Qualität. Und ich glaube, es ist uns dort bewusst worden, dass es ganz, ganz ein schwerer Abend wird.